So, herzlich willkommen zum vierten Part von StarCraft 2. Jetzt mache ich nur, also jetzt werden wir auf der Hyperion sein und dementsprechend gibt es jetzt vier Sequenzen und so und dann mache ich das immer getrennt von den Missionen ab jetzt, ja? Trennt. Verdammt, Jimmy. Du steckst voller Überraschungen. Das war ziemlich knapp, Matt. Hab sie noch nie im Stich gelassen, Sir. Schon gut. Jetzt bringen wir uns endlich hier raus. Alle Geschütze nach vorne ausrichten. Voller Schub auf die Triebwerke. Bereit machen für Warpsprung auf mein Kommando. Jetzt! Das ist die Hyperion. Was zur Hölle war das? Jahrelang waren die Zerg verschwunden. Warum greifen sie jetzt Massara an? Und nicht nur Massara. Sehen Sie sich das an. Kerne ist von einem Hochhandel, die Angriff der Zerg. Tod und Verwüstung auf allen Grenzwegen erlitten hohe Verluste. Die Zahl der Opfer geht in die Milliarden. Vor wenigen Minuten griffen die Zerg ein Militärforschungszentrum der Liga an. Ich will verdammt sein. Explosive Bilder belegen, dass die Königin der Klingen in der Tat den Schwarm anführt. Da muss ich Jimmy erstmal setzen. Wir wussten, sie taucht wieder auf. Aber was hat sie vor? Sie will es zu Ende bringen. Ja, Mann. Also, ich meine, im Endeffekt hat sie ja den Sektor erobert gehabt am Ende von StarCraft 1, ja. Sie war die Herrscherin sozusagen. Und also, sie war die mächtigste Fraktion, hat sich aber halt zurückgezogen, ja. Niemand weiß, was die Zerg uns dieses Mal entgegensetzen werden. Sir, wir müssen sicher gehen, dass unsere Ausrüstung und unser Munitionsvorrat der Herausforderung gewachsen sind. Absolut. Ich schau mal bei Swan im Arsenal vorbei. Wie ich ihn kenne, hat er schon ein paar Upgrades für uns. Ich frage nicht gerne, Sir. Aber gibt es einen Grund, weshalb sich dieser Sträfling noch immer auf meiner Brücke befindet? Guck mal, wer sich... Hey, immer mit der Ruhe, Matt. Tychus ist einer meiner ältesten Freunde. Er hat mir vor ein paar Jahren aus einer echt brenzligen Situation geholfen. Ich schulde ihm was. Nun ja, dein Freund hat eine Vorstrafenliste so lang wie... Meine? Glaub mir. Wenn Tychus Findlay mich tot sehen wollte, dann wäre ich es schon längst. Verstanden, Sir. Jawohl. Dann wäre ich es schon längst. So, okay, dann wollen wir mal. Mann, Jimmy, du hast ja ein richtig nettes Schiff. Wie bist du denn an so einen Luxusdampfer gekommen? Die Hyperion war mal Mengs Flaggschiff. Als es dann mit ihm nicht mehr so geklappt hat, haben Matt und ich beschlossen, sie uns auszuleihen. Dieses Baby hat uns schon einige Male geholfen, dass es eng wurde. Ja, auf Ayur zum Beispiel. Wo wir gerade bei eng sind. Tychus, wieso trägst du eigentlich noch immer deinen Anzug auf meiner Brücke? Ja, genau. Was ist los, Tychus? Ist dir etwa der Reißverschluss kaputt gegangen? Mhm. Okay. Um ehrlich zu sein, hat mir jemand bei meinem Ausbruch ein wenig unter die Arme gegriffen. Sagen wir mal, dass ich jemandem was schulde. Jetzt stecke ich halt in dem Anzug fest, bis ich diese Schulden bezahlt habe. Und wem genau schuldest du jetzt was? Wer hat dir ein wenig unter die Arme gegriffen? Die Jungs von Möbius natürlich. Oder glaubst du, ich bin denen in dem Museum über den Weg gelaufen? Die sind richtig scharf auf diese Artefakte. Deine Schulden sollten uns besser nicht in die Quere kommen, Tychus. Deine schmutzigen Geschäfte auszubaden war nicht Teil der Abmachung. Also wie gesagt... Rainer ist halt voll, also Radar voll aktiviert, ne? Der riecht die ganze Zeit, dass da was nicht stimmt. Wie schlimm sieht's aus, Matt? Zerg greifen überall im Sektor an, Sir. Mengsk hat die Flotte zurückgezogen, um die Kernwelten der Liga zu schützen. Die Randwelten sind nun sich selbst überlassen. Es ist der reinste Albtraum. Wir können diese Invasion nicht mit einem einzigen Großkampfschiff und einer Handvoll Freiwilliger aufhalten. Am besten halten wir uns einfach da raus. Wir können uns an Möbius eine goldene Nase verdienen, bis sich die ganze Sache beruhigt hat.
Du verstehst es einfach nicht, Sträfling. Das wird sich nicht so einfach beruhigen. Mhm. Die Zerg werden so lange weitermachen, bis wir alle tot sind. Keine Sorge, Matt. Wir sitzen die Sache nicht einfach aus. Aber wir sind auch nicht gerade in bester Verfassung. Erstmal verdienen wir ein wenig Geld, damit wir unsere Streitkräfte aufbauen können. So können wir etwas ausrichten, wenn es darauf ankommt. Jawohl. Missionsarchiv brauche ich nicht. Sir, denken Sie, dass Sie das Labor bald einsatzbereit haben werden? Das wäre großartig. Erst dann halt später im Labor und da gibt's dann halt Forschung. Da werden wir dann Protoss und Zerg-Sachen immer sammeln und dann kriegen wir dadurch neue Einheiten. So, Arsenal Sworn, seine Stimme ist in so vielen Blizzard-Sachen, auch bei Hearthstone. Ja, unser glorreicher Anführer ist zurückgekehrt. Was liegt an, Cowboy? Was gibt es Neues, Sworn? Das Übliche. Ich schraube an neuem Spielzeug für unsere Truppen. Du verpasst unserer Ausrüstung den letzten Schliff, was? Oh ja, hier auf der Konsole kannst du Upgrades hinzufügen. Aber so eine Armee auszurüsten ist nicht ganz billig. Diesmal hast du doch bestimmt Credits mitgebracht, oder? Oder? Ich weiß, wir waren in letzter Zeit knapp bei Kasse. Aber dieses Artefakt, das wir auf Machsara aufgelesen haben, wird uns ordentlich was einbringen. Das habe ich vorher schon mal gehört, Kumpel. Diesmal ist es was anderes. Genau, und das habe ich auch schon mal gehört. Das habe ich auch schon mal gehört. Dieser Sworn, ich mag die Stimme von dem Typen unfassbar gerne. Also bei Hearthstone ist er dabei. Und jetzt wollte ich Diablo 3 auch so let's playen und hab sozusagen schon wieder aufgehört nach kurzem, weil ich musste erst mal sehen, wie das Spiel funktioniert. Und da ist er auch so ein Schmied. Unsere Ausrüstung zu verbessern ist ja schön und gut. Aber wann kriegen wir neues Zeug her? Wir haben im Moment große Lücken in unserem Inventar. Manchmal finden wir bei einer Mission neue Ausrüstung und ich besorge den Bauplan, sodass wir mehr davon herstellen können. Die Pläne für anderes Zeug müssen wir sonst erbetteln, ausleihen oder stehlen. So, jetzt gibt es hier diese Konsole. Also bei Terranen, Zerg und Protoss ist das hier alles anders, wie man die Einheiten upgradet oder verändert. Bei Zerg kann man sozusagen eine Mutation auswählen und bei Protoss ist es tatsächlich eine Einheit. Da ist es halt dann so eine Nahkampfeinheit, verschiedene Art von Berserker und verschiedene Art von Fernkämpfer und so weiter und so weiter und so weiter. So, womit ich anfangen würde, ich habe jetzt 100 verfügbare Credits. Entweder gehe ich auf Stimpack oder dass ich kein Techlabor mehr brauche. Techlabor nicht zu brauchen ist das Beste, was ich machen kann, weil dann kann ich das in Reaktor, die Medics herstellen. Danach gehe ich auf Stimpack, danach gehe ich auf Kampfschild. Diese beiden, also wie rum ist jetzt, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich erst Stimpack, dann Schild. Und ja, hier Reichweite im Bunker und so ist vollkommen unwichtig, weil das brauchen wir im Moment noch nicht. Aber das finde ich ehrlich gesagt geil. Du hast dann, also als es neu war, das Game, da konnte man halt sehen, dass der Bunker jetzt halt diese Reichweite hat und vorher hätte er es halt nicht gehabt und so. Ne? Und das jetzt hier mehr reinpasst. Ich finde es ganz süß gemacht, dass man hier immer so ein Beispiel hat, ja. Und das zum Beispiel hier heilt man schneller das Ziel und so. Simpacks, ne, das ist was wir wollen. Also, finde ich ganz cool gemacht, ehrlich gesagt. Okay, so, gut. Dann, haben wir Brücke, haben wir das hier erledigt. Dann geht es jetzt zu weiteren Missionen. Wie ist die allgemeine Lage, Matt? Wir haben ein Notsignal vom Planeten Agria erhalten. Eine der Kolonien dort wird von den Zerg angegriffen. Unser Knast ja. Tykes hat uns eine neue Mission organisiert, bei der wir ein weiteres Artefakt bergen müssen. Es befindet sich auf der Protoss-Schreinwelt Monlith. Okay, wir werden aber hiermit anfangen. Also hier kriegen wir... Die Jungs von Möbius. Hier kriegen wir halt den Marauder. Also hier steht dann immer, welche Einheit wir dann auch kriegen. Und die Einheit ist auch die, die man dann in der Mission benutzen sollte. Das wird dann später bei Vikings und so, werdet ihr das noch viel krasser sehen. Die einzige Mission hier, das ist die zweite in diesem Baum. Also es sind so verschiedene Stränge der Story, sage ich mal. Und hier gibt es halt dann in der zweiten Mission dann die Hellions, diese... Das, was früher der Adler war, so ein Flammenwerferauto. Und das ist eine der wenigen Missionen, wo ich finde, dass man nicht die Einheit benutzen braucht, sozusagen. Weil sonst hier mit den Marauders ist es klar, weil man dann gegen Protoss kämpfen muss und Dragoner. Und bei Stalkern ist das halt sehr, sehr gut. Und bei ihr ist es dann halt so, dass hier auch Feuer fressen. Also bei ihr ist es sozusagen nicht so wichtig, diesem Weg zu folgen. Weil bei ihr gehen immer Marines und Medics, weil man sozusagen immer gegen Protoss spielt, außer wo man die nicht Valkyries kriegt, die Vikings. Ja, nur da ist es halt super, super wichtig.
Aber gerade die hier, hier braucht man keinen Feuerfresser. Marines und Medics mit Stimpacks sind mega gut, aber Stimpacks haben wir halt noch nicht. Okay, also ich werde das hier nehmen. Das geht dann weiter im nächsten Part. Dankeschön fürs Zuschauen und wenn ihr wollt, sehen wir uns dann da, ne?